Halli, hallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17, Landwirtschaftssimulator 2017 und auf der Karte Sewelly's Old Farm mitten Strohbergungs-Addon. Genau, hier soll es jetzt weitergehen. Wir können. Wir können Pellets machen. Genau, wir brauchen nur die Ballen, die liegen aber noch auf dem Feld. Und einen anderen Anhänger brauchen wir auch, wo die denn reinkommen. Einen Ballen habe ich hier. Der war da in der Presse, den habe ich hier noch rausgedrückt. Dann werden wir den gleich mal verarbeiten hier. Okay, das läuft erstmal. Jetzt brauchen wir noch Ballen. So, ich wollte da noch die Tür aufmachen. Sieht ein bisschen besser aus. Da kann ich da den Trecker besser steuern. So. Okay, gehen wir es an. Ich starte mal den Teleskoplader. Nehme ich aber noch. Ja, den nehmen wir noch nicht mit. Ich hole schnell mal drei Ballen, damit wir da ein bisschen Pellets machen können. So, jetzt mal schauen, wie kann ich denn das? War das mit Z? Genau. Habe ich es noch richtig im Kopf? So. Da hat der Kleine aber auch zu tun. So, wie kann ich es wieder lösen? So, das gibt auf jeden Fall richtig was zu tun und ich müsste eigentlich da einen anderen Anhänger drunter stellen. Aber da sind jetzt Graspellets drin, jetzt machen wir Heupellets.
So, jetzt mal langsam. So, der große Anhänger sollte vielleicht der große Trecker ziehen. Kann ich das vielleicht da reinstellen? Da muss ich das auch ausklappen. Oh! Nee! Nee! Wollte es doch bloß abstellen. Ich glaube, das konnte ich nämlich so abstellen. Alles klar. Eine Matschepfütze. Irgendwie habe ich noch zu wenig Anhänger. So, irgendwie läuft das Ding nicht mehr. Ist da irgendwas alle wahrscheinlich? Wassertank füllen. Auch das noch. Okay, wir schauen jetzt eigentlich mal. Also ich müsste noch Wasser füllen, genau. Und den müssten wir eigentlich wegfahren hier. Oder verkaufen. So, jetzt schauen wir mal, was der eigentlich preismäßig da uns bringt. So, welcher ist denn das von beiden? Der da, 7746 bei Agro Life Stroh. Und ja, da ich ja schon lange nicht mehr hier gespielt habe, müssen wir schauen, wo das ist. Das da oben. Durchs Dorf. Oh, da ist noch ein Feld fertig, sehe ich gerade. Was ist denn da drauf? Gerste. So, wir würden das gerne verkaufen. Jetzt ist die Frage, ob wir gleich den Mähdrescher mitnehmen. Ich weiß gar nicht, warum ich so einen Mähdrescher habe hier. Gab es keinen anderen?
Dann hätten wir gleich einen Mähdrescher und einen Traktor mit Anhänger eigentlich da. Bei dem Feld, wo wir ernten können. Ich schau noch mal. Genau, das ist dunkelorange. Das können wir auf jeden Fall ernten. Ja, wir fahren hier rechts, da hoch. Genau. Geht nicht anders. Wo die Kühe überall rumrennen. Okay, vielleicht kommt er nicht hinterher. Da hat der Johnny auch zu tun hier hoch. So, ich hoffe bloß, es kommt kein Auto. Der braucht aber auch was lange. Ja, ich muss da wirklich durchs Dorf, glaube ich. Oh oh. Ne, da ist er. Da ist er. Er kommt. Ach du Kacke, da kommen aber auch viele Autos. Ich hoffe, es will keiner hier abbiegen. Fahr weiter.
fahr weiter. So, das sollte das Feld sein. Genau, Feld Nummer 2. Das kann der eigentlich hier anfangen von mir aus. Gibt auf jeden Fall ein bisschen Stroh. Stroh brauchen wir für die Kühe. Und 5 Kühe ist ein bisschen arg wenig. Da müssen wir auf jeden Fall schauen, damit wir da ein paar mehr im Stall reinkriegen. Den Drescher muss auf jeden Fall loswerden. Also der passt mir eigentlich gar nicht. Okay, Stroh ist auf jeden Fall an. Jetzt ist die Frage, genau, das habe ich mit drin. Okay, jetzt sollte das hoffentlich funktionieren. Trecker mit Anhänger zum Abfahren habe ich schon da. Vielleicht müssen wir dann noch einen zweiten Anhänger kaufen. So, wir werden das mal hier zu Geld machen. Sonst musste ich das, glaube ich, da reinkippen. Das ist nicht mehr so. Das ist nur noch für Stroh, oder was? So, super, wieder ein bisschen Geld verdient. Könnten sie uns ruhig ein bisschen mehr geben für die Pellets. So, der ist da unten. Oh Gott. Okay, ich riskiere es mal. Scheiße, ist das steil. Der hätte ich auch oben warten können.
schafft er es bis hier hoch. Er kommt. Alles klar. Kommt vielleicht ein bisschen was zusammen. So, wir warten noch mit dem Kaufen von anderen Geräten. Wir haben natürlich hier noch ein Problem mit dem Wasser. So, wo haben wir denn das Wasserfass? Ist das das da hinten? Meine Güte, ist das Ding laut. Wasser, okay. Er schafft es kaum. Riesiges Wasserfass. Haben die Tiere auch Durst? So, sieht doch nicht schlecht aus auf unserem Hof. Ist natürlich noch viel zu tun, bis wir da irgendwann parat sind.
Aber ich finde es cool, damit es überhaupt wieder läuft, hier die Karte. Hätte ich mich auf jeden Fall früher schon hintersetzen sollen und probieren. Jetzt ist natürlich bald LS19 angesagt. Aber ich glaube, wir machen noch ein, zwei Folgen hiervon. So, ich würde gerne wissen, hat der mal eine Schaufel gehabt hier oder nicht? Und wenn ja, wo ist sie? So, komm schon. So, Hühnereier haben wir. So, wenn der eine Schaufel gehabt hat, wo habe ich die denn hingemacht? Ist es die? Das könnte natürlich die sein. Das andere, für den Kompaktlader ist nämlich alles drin. Aha, das ist nämlich schon die. Ich hätte nämlich gerne noch die Maschine hier angeschmissen. Können wir sie verpacken und nachher teuer verkaufen. So, da läuft die ganze Anlage wieder. Da kommen die Verpackungseinheiten raus, gehen nachher da auf die Palette. Und wenn die voll ist, wandert die da raus, geht da rüber und hier hin. Und die Paletten können wir dann nachher... okay. Können wir dann teuer verkaufen. So, jetzt muss ich mal schauen. Da läuft natürlich auch nichts. Keine Ballen drin sind und der Drescher ist auch voll. Es fällt nicht durch. Nein, es fällt schon rein. Okay, wir brauchen mehr Ballen. Warte mal, wir machen das.
Ich will mit den Großen fahren. So, da holen wir gleich mal eine richtige Ladung hier. Okay, wenn ich weiter so fahre, verliere ich sie alle. So, da muss man fast dabei bleiben, damit es hier was wird. Wir können natürlich auch mit der ganzen Maschine aufs Feld fahren, das direkt auf dem Feld machen. Ist natürlich ein bisschen, ja, ob es anstrengender ist, weiß nicht, aber sie ist recht langsam. Du musst natürlich schauen, damit sie Wasser und Melasse hat. Die ganze Ponsei 5000. Sonst geht das auch nicht. So, wie sieht es denn hier aus? Solange wieder Nachschub kommt, wird der Anhänger gefüllt. Und sobald dann Unterbruch ist, fertig. Okay, ich mache noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich muss mal zum Drescher schauen, damit der da weitermacht. Abbunkern und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn dann. Ciao, ciao.